Hallo und willkommen zu einem weiteren Video Company of Heroes 2. Und im letzten Video haben wir natürlich besprochen, wie wir jetzt dann Baston angreifen. Das werden wir jetzt auch tun. Unsere Freunde brauchen Hilfe. Die Stärke, wir haben zweimal, also zwei Wehrmachtzeichen da. Müssen wir mal schauen. Lagebericht der Mission, machen wir mal, oder? Schauen wir uns mal den Lagebericht an. Die Deutschen haben Bastogne eingekesselt. Die Bastogne. Müssen so einiges einstecken. Wir können weder rein noch raus. Die Krauts werden das nicht zulassen und dieses verdammte Wetter auch nicht. Aber das kann auch etwas Gutes haben. Wenn wir eine Lücke öffnen, die Straße durch Assenois benutzen, können wir neue Männer rein und Verwundete rausbringen, ehe die Krauts etwas merken. Solange sie nur diese Route frei halten. Keine Zeit zu vergeuden. Alles klar, wir müssen eine Route frei halten, damit wir neue Einheiten hinschicken können. Das werden wir dementsprechend auch tun. Ah, okay, Medaillen werden danach vergeben, wie wenige Verbündete aus Bastogne evakuiert werden müssen. Okay, also wir müssen das höhere feindliche Veteranenstufe haben wir jetzt schon. Also, ist schon schwerer. Mal schauen, ich bin gespannt. Alle wichtigen Straßen aus den Ardennen treffen sich an einem Punkt. Bastogne. Der Ort ist der Schlüsselpunkt der Region. Nach einer längeren Belagerung hat man unseren in der Stadt eingekesselten Jungs den Spitznamen die geschundenen Teufel verpasst. Aus gutem Grund. Sie sind 5-1 unterlegen. Ohne Vorräte. Haben starke Verluste erlitten und kämpfen seit mehreren Tagen pausenlos. Daher hat das Kommando der Alliierten ein Entsatzheer entsandt, das im Eilzugstempo nach Bastogne vordringt, um die Deutschen aufzuhalten. Oh yeah, Sherman Power. Das Wetter scheint in Bastogne auf unserer Seite zu sein. In diesem Sturm sehen die Deutschen unsere Bewegungen nicht. Die perfekte Chance. Das wird ein toller Brief nach Hause für Vater. Hello my friends. Wir wechseln zu hochexplosiv. Kartätsche. Bam. So. Hoffentlich macht das Wetter den nicht zu schaffen. Munitionskiste. Ah, gut, jetzt haben wir Granaten. Wir müssen wie gesagt die ganze Straße freikriegen und dann schauen, dass wir so viele Leute wie möglich rein rausbringen. Let's try. Kartätsche. Bam. Oh yeah. Die haben keine Chance. Aufgepasst! Ein Trupp Kavallerieschützen steht bereit für den Fronteinsatz. Kavallerieschützen haben geladen und sind einsatzbereit. Sehr gut, dann drücken wir mit dem Panzer schon ein bisschen weiter vor. Ich denke, dass es immer schwerer wird. Wäre so rein logisch gesehen ziemlich plausibel. Oh, Panzerabwehrkanonen. Gott im Himmel. Wir müssen die Panzerabwehrkanone erst ausschalten. Die Kartätsche drauf.
Bäm. Wenigstens die Panzerabwehrkanone im Arsch. Oh, wir haben zwei. Damit müssen wir jetzt sofort erstmal die Panzerabwehrkanone ausschalten. Ah, gut, wir haben es geschafft. Gut, dann können wir jetzt weiterkämpfen. Und die anderen können vorrücken. So. Das Tolle an den amerikanischen Panzern ist ja sowieso, dass man hier die Einheiten aussteigen lassen kann. So. Dann nehmen wir mal direkt diese Truppwaffe, wenn er das unbedingt haben will. Ah, Panzerabwehrkanone, warum auch immer. Wahrscheinlich wird jetzt dann demnächst ein feindlicher Panzer kommen. Aber ich finde es schon mal geil, dass wir die Kampagne so gesehen gut nachspielen können aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf Flanke. So. Ah, die Flanken von links mit Panzerabwehrkanonen. Oh fuck. Erstmal die Panzerabwehrkanone ausschalten. Was haben wir denn für einen Infanterietrupp? Einen, ja. Ich denke aber, der sollte reichen. Hallo, deine Flanke. Oh verdammt. Deckung. Jawohl. So. Wir rücken vor. Gleich, nachdem der da sich repariert hat. So, die rücken auch mal schon mal hier hin. Der muss auch das Auto reparieren. So. Das sollte aber schnell gehen bei dem Halbkettenfahrzeug. Mal schauen. Der Sturm lässt nach. Die Deutschen werden versuchen, Verstärkung anzufordern. Macht Terror. Die Basis ist bereit. Passen Sie gut auf sie auf. Befehle. Feindliche Infanterie. Die greifen an und rennen wieder zurück, aha. So, na dann, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Die Basis ist nun verfügbar, machen wir direkt gleich. Guten Tag, die Herren. Auf Panzerabwehrkanone. Mal wieder. Wenn wir uns nicht anstrengen, haben Jawohl. Unsere Jungs in Bastogne keine Chance. Das will ich nicht verantworten. Sichern wir die Straße und helfen ihnen. Aber die haben dann die MG, deswegen kommt meiner nicht durch. Ich will die MG ausschalten. Ah, wir haben Unterstützung. Alles klar. Schicken wir mal gleich hoch zu uns. Zack. Der nahe, der da nahe. Dann daraufhin gleich starten. Was haben wir hier? Ach du Scheiße. Retten Sie die Truppe der Alliierten. Oh ja.
Warte, wir schicken den Trupp gleich dahinter. Alle Positionen bereit. Wege frei. Macht alles. Aufklärungsflüge und Späher berichten von aufziehenden deutschen Kräften. Auf Gegenangriff vorbereiten. Okay, Gegenangriff. Oh, that's not good. Schauen wir mal. Brauchen die MG. Auf wen? Ich würde sagen simultan auf die da. Ah ne, mein Panzer ist schon da. Brauchen wir gar nicht. Bam. Wir stehen in ihrer Schuld. So. Das war Nummer 1 der Evakuation hier. Der Evakuierung, so rum. So, und hier geht's jetzt schon wieder los mit der Unterstützung der Feinde, ne? Oh Mann, die wollen die Straße echt zweiteilen. Das ist not good. That is not good. Mögliche Angriffsrichtung immer nur. Ja, dann müssen wir mal diese möglichen Unmöglichen machen wir jetzt halt. Die werden wahrscheinlich sich abwechseln. So. Okay, mal schauen jetzt, wie wir das richtig schön verteidigen. Oh. Direkt mal von hinten. Das war aber nicht eine mögliche Angriffsrichtung, hallo? Fahrzeug erleidet Schaden. Oh doch, das ist eine mögliche Angriffsrichtung. Oh Gott, nein. Ich würde mal den da so rumdrehen. Lassen Sie die Panzer nicht einrosten. Jawohl, geht doch. Brauchen wir auch. Simultanbeschuss, let's go. Obwohl das jetzt gar nicht mehr gebraucht, egal. Hat ja auch voll was gewirkt. So. Meine zwei Stewards, jawohl. Stellen wir mal, würde ich sagen, hier auf. Jetzt haben wir jene möglichen Angriffsrichtungen gesichert und unsere US Forces 3/4 Tonnen Krankenwagen können durch. Das ist doch mal easy. So, den Punkt können die noch einnehmen. By the way. Aber sonst ist es eigentlich nicht mehr so schwer. Wir können uns dementsprechend jetzt auch nochmal ein bisschen Unterstützung holen. Oh. Jetzt geht's los, mein Freund. Alter, hat keine Chance. Es sieht folgendermaßen
Oh, fuck, liegen hier viele Waffen. Müsste ich mal direkt nehmen. Oh, MG. Den schicken wir zurück. Dann können wir hier direkt oben. Da brauchen wir keins, aber hier rein. Das MG 42. Ach, so schwer ist es gar nicht. Noch nicht, sag ich mal. Es kommen sicher noch schwere Aufgaben. Was nehmen wir uns da? Ich würde sagen, den hier. Diesmal. Jetzt fahren die hier durch. Aber soweit. Oh, schon wieder. Oh, ein Puma. Nein. Ah, okay. Der ist aber nicht so stark wie ein Multiplayer. Deswegen. Easy. Oh nein, sag bloß jetzt greift er nicht den Puma an. Der soll doch zuerst den Puma angreifen, der Idiot. Mein Gott, ohne Witz, Leute. Egal, das machen meine Infanteristen schon. Dass er erst die Infanterie angreift und dann den Puma, ey. So ein Dummerle. Ernsthaft. Obwohl wir hochexplosiv drin hatten, hat er es locker gemeistert. Der gute alte Sherman. Was wurde auf dem Schlachtfeld entsandt? Hör zu, Kameraden! Die Deutschen ziehen den Schwanz ein! Sie fallen zurück! Ah, hier. Gute Arbeit, Jungs! Der Korridor ist gesichert! Entlastung ist unterwegs! Verwehrt euch und kommt raus! Wir sind wieder bei voller Stärke! Erwarten Befehle! Guter Treffer! Haben wir doch super gemeistert, würde ich sagen, oder? Die Straße hiermit gesichert und unsere Alliierten konnten versorgt werden, soweit. Und die Verwundeten rausgeholt werden. Perfekt. Wenn das nicht mal 1A gemacht wurde, Rettung der Verwundeten, so muss es sein. Alle Aufträge erfüllt. Ha. Gut, dann in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt. Ich weiß nicht, wie viel hiervon es durch die Zensur schafft, Vater. Ich falle gleich vor Erschöpfung um. Aber ich wollte schreiben, ehe du dir Sorgen machst. Ich hoffe nur, der Docht brennt lang genug, dass ich diesen Brief beenden kann. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, aber wir haben viel zu tun. Bastogne war ein großer Erfolg. Mit eisernem Willen konnten wir die deutsche Belagerung brechen und unseren Männern helfen, ehe es zu spät war. Die Deutschen haben keine Chance gegen uns. Sei beruhigt, Vater. Wir kommen in Fahrt. Wir alle kämpfen für die gerechte Sache. Wir werden nicht scheitern. Sehe ich genauso. Aber immerhin, dann werden wir jetzt als nächstes... Oh, da sind wir jetzt ziemlich weit weg. Vermisst. Captain Jackson wird vermisst. Mit sofortiger Wirkung sind Sie Befehlshaber Offizier von Kompanie A. Aufgabe. Erarbeitung und Ausführung einer Aktion für das Ziel March. Sicherstellen, dass der Sektor unter Kontrolle der Alliierten ist. Okay, also wie es scheint... Werden wir hier immer weiter zurückgedrängt? Oder kommt es mir nur so vor? Oder sind wir jetzt schon in Deutschland? Auf dem Anpassungsschirm Kompanie ansehen und ihre Fähigkeiten verbessern. Alles klar. Nee, wir waren jetzt hier unten am Bastogne. Und wir rücken jetzt wieder zurück, weil die uns mehr oder weniger da nerven. Aber hier können wir jetzt skillen. Wir haben zurzeit 67 Anforderungspunkte. Oh, da könnten wir ja fast alles machen. Falsche Mega. Machen wir hier zack, zack. Ja, wir halten. Was ist das? Schneller. Der Pilot wird's ausmachen, wenn wir fliegen. Sie die Kosten zum Anfordern eines Angriffsflugs. Zum einen Tester, zum anderen Tester. So wie hier und da. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und dann holen wir uns March. Bis dahin, ciao.